Moin und herzlich willkommen hier bei der weiteren Ausgabe Sicher höher springen lernen. Heute die Backroll. Ja, heute dreht sich alles um die Backroll. Und ja, da sprechen wir mit Sicherheit auch über eines meiner Lieblingsmanöver und wahrscheinlich auch deshalb, weil es eines der ersten Manöver war, die ich überhaupt gelernt habe. Die Backroll ist im Nachhinein gesehen relativ entspannt und relativ einfach zu erlernen. Es erfordert nicht viel Technik, einfach so ein bisschen Grundverständnis, wo, wie, wann was passieren muss. Und das gucken wir uns wieder an, nämlich in unseren vier Teilen. Es dreht sich einmal wieder um den Kite, um die Bar und um unseren Körper, wie um das Board. Und dann kommen wir dann schon langsam auch auf die unterschiedlichen Techniken, wie, wann, was passieren muss, damit wir einfach einmal 360 Grad rückwärts rotieren. Auf geht's, viel Spaß beim Schauen und ja, genießt es. Ja, lass uns mal über den Schirm sprechen. Es gibt einmal die Möglichkeit, ja, loaded oder dass wir den Schirm einfach stehen lassen auf der 10 Uhr oder 2 Uhr Position und einmal eben, dass wir den Schirm hochfliegen Richtung Zenit. Beide Techniken führen zum Erfolg. Das eine würde ich sagen, ist eher ein bisschen sportlicher und das eine ist eher so, ja, beim Lernweg, wenn der Schirm ein bisschen nach oben geht, die entspanntere Variante am Anfang, weil die Rotation in der Regel ein bisschen langsamer funktioniert. Ich war für euch nochmal am Wasser gestern und habe ganz intensiv nochmal geübt und geschaut, was denn einfacher ist. Und es hängt immer so ein bisschen davon ab, auch vom Wasser, was einfacher ist oder eben schwieriger ist. Gehen wir davon aus, ihr habt Flachwasser, vielleicht ein bisschen Choppy Water. Dann ist das zum Üben am Anfang definitiv einfacher, wenn der Kite auf 12 Uhr wandert und ihr unten einmal durchrotiert gegen die Fahrtrichtung. Da guckt ihr vorher beim Fahren, so ein kleiner Tipp, guckt mal auf eure Handgelenke, weil wenn ihr bei der Rotation hier zu stark abknickt, haut der Schirm immer ab auf zu weit, als ob ihr jetzt hochspringen wollt und dann steht der Schirm komplett verkehrt und euch dreht es praktisch eher unkontrolliert. Das heißt, macht erstmal eine Übung mit dem Schirm, dass ihr am Fahren seid und schaut, dass ihr schön mittig greift, aber nicht hier in den Handgelenken abknickt, sondern relativ ruhig bleibt, dass der Schirm, wenn ihr hier euch durchrotiert, einmal schön auf 12 Uhr stehen bleibt. Habt ihr eine kleine Welle, sodass ihr eine Welle schön hochfahren könnt, dann könnt ihr den Schirm auch mal versuchen, so auf 5 vor, 5 nach 12 zu parken und einfach mal zu rotieren. Für die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, gerne stehen lassen auf 10 Uhr oder 14 Uhr. Einfach stehen lassen, Welle hochfahren und einmal schön durchrotieren. Da kommen wir dann später drauf, wo da so die Keypoints sind, die euch helfen, den Sprung nicht zu überrotieren, nicht zu wenig rotieren und genau wieder sauber reinzulanden. Wenn ihr am Fahren seid, hilft es ohnehin. Sucht euch mal, auch wenn das nur so eine kleine Mikrowelle ist, immer den Punkt zu suchen, wo die Welle am steilsten ist und karft so lange wie möglich die Welle an. Weil wenn ihr dann schon so weit reinfahrt, dann merkt ihr schon, dann habt ihr schon fast 180 Grad weggefahren und dann ist das relativ kurz, bis ihr rüberkommt, wenn der Schirm auf 12 Uhr steht. Entscheidend ist, und das sehen wir relativ häufig, dass viele von euch ein, zwei Jahre in der Backroll trainieren und oft sind es nur ganz kleine Gimmicks, die euch helfen, mit einem Trainer das deutlich schneller umzusetzen. Wenn wir auf unseren Körper schauen, dann sprechen wir bei der Backroll erstmal überwiegend über die Blickrichtung am Kopf. Kopf denkt, Kopf lenkt. Und das spielt jetzt hier bei den Rotationen eine richtig, richtig große Rolle. Eure Blickrichtung entscheidet, ob ihr euch reinbohrt oder eure Backroll steht. Also, schauen wir es uns mal an. Wenn ihr rotiert, versucht mir am Anfang möglichst waagrecht zu blicken. Wenn ihr waagrecht am Blicken seid, dann rotiert ihr auf alle Fälle sauber durch. Wenn ihr nach oben geht oder nach unten geht, nach oben ist es inverted. Das heißt, da verliert ihr eher die Orientierung und es wird sehr, sehr schwierig für euch, den Sprung im Sprung dann in der Rotation die Orientierung zu halten und das sauber zu Ende zu führen. Wenn ihr nach unten wegschaut, dann rotiert ihr zwar fast durch, aber werdet vorne immer mit eurer Nose eintauchen und nach vorne wegkippen. Das heißt, Schwerpunkt ist, erstmal schauen in der Rotation, dass euer Blickfeld komplett waagrecht bleibt und dann könnt ihr auch den Landepunkt rechtzeitig sehen und vor allem kommt euer Brett dann drüben auch waagrecht auf der neuen Seite raus und ihr könnt die Backroll reinlanden.
So, der Körper, klar, es hängt davon ab, wie viel Wind habe ich? Bin ich angenagelt, also habe ich richtig Druck? Oder ist eher wenig Wind und ich übe gerade eine Backroll? Das entscheidet auch über die Körperhaltung. Nämlich, muss ich schnell rotieren oder eher langsam rotieren? Umso stärker der Wind wird, umso höher die Absprunghöhe wird, umso gestreckter rotiere ich, umso langsamer möchte ich rotieren. Umso weniger Power ich habe, umso schneller muss ich rotieren, umso kleiner muss ich den Körper machen. Das heißt, wenn ich gestreckt bin, dann kann ich einfach mal, wenn ich merke, okay, ich überrotiere, mache ich einfach in der Rotation früher auf. Wenn ihr üben anfangt, macht euch einfach klein, Schirm leicht hochfliegen. Da geht es erstmal darum, dass ihr sauber durchrotiert. Die Absprunggeschwindigkeit bei der Backroll sollte auf alle Fälle so hoch sein, dass ihr eine saubere Gleitlage habt. Seid ihr mit eurem Brett so am Wabbeln, na, das kennt ihr jetzt schon mittlerweile bei den Absprungserien, dann seid ihr zu langsam. Auch für die Backroll gilt, ihr braucht eine gewisse Grundgeschwindigkeit und die hilft euch auch dann, in die Drehung reinzukommen. Der Absprung. Ja, klar ist der Absprung wichtig. Entscheidend ist aber, dass ihr einfach so lang wie möglich ankantet und hier über eurem Blick Spannung aufbaut und durch die Spannung, die in eurem Rücken entsteht, habt ihr so viel Vorspannung schon, dass ihr wie beim Snowboarden beim Backside-Turn super entspannt schon durchrotiert. Das heißt, wenn ihr hochfahrt, fahrt so lange wie möglich rein, lange die Kante halten, im letzten Moment lösen, Beine anziehen und ihr kommt durch. Das ist eigentlich das Geheimnis einer Backroll. Springt ihr zu früh ab, dann irgendwo, wenn ihr hier steht und ihr springt jetzt zu früh hier ab, dann habt ihr zu wenig Abdruck bekommen. Euch fehlt Rotationsgeschwindigkeit und dann dreht ihr euch nur ganz langsam und dann kommt ihr meistens nur bis hierher irgendwo. Entscheidend ist, die Kante so lange wie möglich zu halten und übers hintere Bein sich abzudrücken. Damit kommt ihr sauber eigentlich in die Rotation rein. Wenn der Kopf in die richtige Richtung schaut, in der horizontalen bleibt am Anfang, dann habt ihr eine relativ große Chance, eure Backroll sehr schnell reinzulanden. Ja, die Zusammenfassung bei der Backroll, der Fehler. Ja, falsche Blickrichtung mit dem Kopf, die Bar zu weit vorne, dass ihr den Schirm nicht fühlen könnt, dass der weg ist, dass ihr zu früh abspringt, na, dass ihr die Kante viel zu früh löst, dass ihr einfach nur nach vorne wegfliegt, dass ihr in eine Sitzhaltung kommt in der Rotation, sprich, dass das Board irgendwo hier vorne hinkommt und damit habt ihr keine Möglichkeit, das Board reinzulanden. Na, da landet ihr immer vor eurem Hintern, kennt der ein oder andere vielleicht ja auch. Abknicken in den Handgelenken, auch ein gern genommener Fehler, dass ihr einfach mit den Handgelenken zu stark abknickt und dadurch die Schirmkontrolle komplett verloren geht. Ja, das sind so die Hauptfehler bei einer Backroll. Ja, Vorübungen für eine Backroll. Ja, eigentlich so wie beim Springen immer so ein bisschen. Ein bisschen stärkeres Ankern ins hintere Bein, wieder lösen und wieder reinfahren. Dann auch mal ruhig probieren, abzuspringen, ganz klein zu machen und wieder reinzulanden. Abspringen, ganz groß bleiben und wieder reinlanden. Die Geschichten könnt ihr immer wieder üben. Dann kriegt ihr ein bisschen ein Gefühl. Und ihr könnt auch immer mal so ganz weit schon anlufen und im letzten Moment die Kante lösen, dass ihr euch wirklich um den Hintern rumdreht. Als ob ihr so einen Pivot-Turn fahrt. Einfach ganz eng drehen, sodass das Brett einfach in der ersten Etage ganz unten einmal rumgeht. Das sind so klassische Übungen, die könnt ihr gerne machen mit der Backroll. Und dann soll es eigentlich relativ zügig klappen. Aus unseren Erfahrungen ist es so, wenn ihr einen guten Trainer dabei habt, spart man sich teilweise 1 bis 2 Jahre Übungszeit, um eine Backroll erfolgreich zu finishen. Das heißt, eine Backroll ist so ein Grundmanöver noch, wenn man das mitnimmt, hat man ein ganz breites Spektrum noch an Variationen, wenn man dann weiter lernen möchte. Und eine Backroll ist, das habe ich schon mal verraten, einfacher zu lernen als eine Frontroll. Schirmgröße würde ich sagen, ist wie immer, wenn man so Rotationen anfängt, zwischen 9 und 12, 9 und 14 Quadratmeter. Drehgeschirm ist da immer ein bisschen angenehmer, den kann man nicht so schnell verreißen. Umso kleiner es wird, umso sportlicher wird es. Aufpassen, dass ihr dann keinen Loop mit reinmacht, weil Backroll mit Loop, richtig cooles Ding. Aber das schauen wir uns in einer anderen Folge eben an. Ja, ich habe schon gemerkt, die Backroll ist sicher eins meiner Lieblingsmanöver. Und vielleicht war für dich heute wieder was dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gerne kommentieren, liken, verbreiten. Und ja, vielleicht sehen wir uns im Kite-Magazin oder hier in Norddeich. Wir sehen uns, aber auf alle Fälle hier bei uns am Wasser. Danke, Servus, Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michi.